Hab ich Kurt verpasst? Ja. Ja. Hallo Kurt. Thorsten ist ja auch ein Kandidat, wo man nie weiß, was kommt, von welcher Seite er sich jetzt kriegt. Ich bin stolz, hier zu sein und freue mich sehr. Und ihr könnt euch entspannen. Was soll ich jetzt machen? Für Apple kaufen ist zu spät. Was willst du jetzt von mir wissen? Einfach entspannen. Schön, euch zu sehen. Ebenso, Thorsten. Ja, ebenso. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Amazon Prime präsentiert. Zeitgenössische Kunst für den geneigten Laien. Werfen wir also gemeinsam einen Blick auf das heute zu enthüllende Gemälde. Es handelt sich natürlich um das 1892 gemalte Stillleben mit dem Titel Udo will hupen von Vincent Frauke Gumbold. Was ist denn? Mach weiter. Udo will hupen hing fast 100 Jahre nahezu anonym im Autoscootermuseum Spitzbergen. Ja. Sehr gut. Im Jahre 1952 erkannte ein kunstaffiner Priester, was er da vor sich hatte. Er verbrachte das Gemälde zur Aufarbeitung ins Kloster zur gebenedeiten Deine Mutter San Parmesan, wo es behutsam restauriert wurde. Farbschicht um Farbschicht wurde entfernt, indem Asoziale mit Krokettenatem es anschrien. Das Bild offenbarte daraufhin sein wahres Motiv. Ganz ehrlich, ich habe mir das mit der Pfeife angeguckt und mir einfach eingebildet, Thorsten Sträter redet jetzt wirklich hier über ein seltenes Gemälde. Lange hatte man gedacht, es trüge den Titel Lächelnder Hummer und eine weißere Schale Bananen. Original Smiling Humvee with a whiter shale of bananas. Aber das konnte nicht mehr standhalten. Ist doch auf diesem Bild kein Hummer zu sehen, sondern, wie wir heute wissen, ein scharlachroter Kombizangensittich in Lauerstellung. Das liegt bei Minden. Rechts im Bild Bibos Hoden. Das hat mich auch volle Breitseite erwischt. Einfach nicht hinhören in dem Moment. Nur gucken und sagen, ja, das sind Zitronen. Hat er nicht nur zwei? Riefen schon früh und nicht zu Unrecht Sachverständige aus England. Das übrigens so heißt, weil es an der breitesten Stelle 1,20 misst. Deswegen ist er Linksverkehr, denn rechts kommt oft keiner. Das geht dann genau auf. Um die Frage, die jedem und jeder hier im Raum den Präfrontallappen peitscht, zu beantworten, ja, Bibo hat nur zwei Hoden. Die anderen gehören seinen Brüdern Bibo Beutlin und Bibo Profen. Das ist doch Quatsch. Du hörst nie zu, wenn einer Spielregeln erklärt, wenn einer was macht, was macht. Wieso hörst du jetzt dem Sträter zu? Ah, hör auf zu lachen, Mann. Ist ein witziger Text. Ja. Der hatte so eine diebische Freude an seinem geilen Text. Und ja, er war gut, der Text, er war lustig, ja. Aber man muss es einem jetzt ja auch nicht noch mal aufs Brot schmieren. Udo will hupen, feiert das Leben, den Anstand des Einzelnen, das hochgereckte, trotzige Kinn im Angesicht des Worst Case, also Wurstkäse. Worst Case, Wurstkäse. Und hängt noch bis Maria liegend anfahrt im Alejandro Wombel Museum in Baden-Baden. Baden. Baden. Gracias.